Herzlich willkommen zurück bei South Park, der Stab der Wahrheit, Stick of Truth. Und Prinzessin Kenny, es schmerzt mich in der Seele, das zugeben zu müssen. Sie ist übergelaufen, unsere süße Prinzessin. Warum nur? Warum nur, Eric? Und da kann ich nicht mehr sagen, außer fick dich ins Knie. Knie? Knie, ja. So, und jetzt drei neue Freunde, Froschkönig und Spatzenprinz und Katatatfisch und 112 Freunde haben wir schon. Alter Schwede, 112 Freunde, krass. So, Inventar, und man will uns jetzt, offenbar will der Staat uns haben. Großaxt des Kriegers. Angriff erhöht nach einem perfekten Angriff. Waffenschaden erhöht sich um 5 vom Rüstungs... Oh, zerstört 100 Rüstungen bei perfekten Angriffen. Das ist ja richtig geil. Axt der Unterwelt. Die macht zwar... Macht die mehr Schaden? Obwohl, da haben wir ja ein bisschen mehr Schaden. Macht die, aber egal. Schwert des Endes. Was haben wir da drauf? Angriffe ignorieren. Bis zu 400 Rüstung. Das schraube ich mir da nochmal drauf. Ablegen. Und dann auf die Großaxt des Kriegers drauf. Ich weiß gar nicht, wann wir die gekriegt haben. Sicherlich zwischendurch. Da waren so viele Geschehnisse gerade. Da konnte ich gerade gar nicht richtig... Hallo, Nahkampfwaffen. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? 100 Schockschaden. Das freut mich sehr. Hallo, wo ist denn? Wo ist denn? Ich habe das doch gerade... Hier, 400 Rüstung. Das ist doch... Habe ich gerade gar nicht gesehen. So. Und die Krone. Was macht die denn? Du bist wahrhaftig der Großkönig, der Feindvernichter. Fügt 80 Rüstungen zu, schwächt feindliche Angriffe. Doppelter Waffenschaden bei betäubten Zielen. Sehr schön. Fügt 10 Rüstungen zu und schwächt. Vor allen Dingen, das ist richtig geil mit dem Waffen, mit dem doppelten Waffenschaden, weil wir können die Leute ja mit dem Rundumkick betäuben und dann hauen wir mit der Waffe rein. Fügt 10 Rüstungen hinzu und schwächt feindliche Angriffe. 10 Rüstung? 10 Rüstung? Ich glaube, dann nehme ich mal das hier raus. 200 zusätzlichen Schaden. So, ändern. Wieso habe ich denn hier so 10 Rüstungen zu? Raus damit. Und, erhöht. Steigert Max DP. Ist auch natürlich schön. Fügt 40 Rüstungen zu. Das wäre natürlich auch schön. Aber nehmen wir jetzt 40 Rüstungen zu und schwächt feindliche Angriffe? Oder machen wir lieber Angriff? Ich glaube, ich mache mal das hier. So, hier haben wir die Rüstung des Kämpfers. Ungesockelt. Und hier haben wir noch die Barbarenrüstung. 110 Rüstung, Angriff erhöht, 20% mehr Schaden, 10% Fähigkeiten Schaden, 130. Kriegerherz, Rüstung des Kämpfers. 110 Rüstung, Angriff erhöht, 20% mehr Schaden. Das nehme ich gleich wieder raus. Okay, das hier raus. Und dann nehme ich das da einfach mal rein. Dann haben wir wieder eine neue Rüstung. Bisschen ausrüsten zu Anfang der Folge muss ja auch mal sein. Wo ist denn? Da ist das, ne? 20% mehr Schaden, zack. Abwehrstulpen des Kämpfers. Da mal perfekter Angriff schwächt die Schilde um 4 oder 20% mehr Schaden durch einhändige Waffe. Ich glaube, da bleibe ich bei den Ritterstulpen dann. Momentan, ich weiß gar nicht, vorher hat man was anderes, glaube ich. Die sehen auch besser aus, die Ritterstulpen. So, und da haben wir noch Distanzangriffe. Vielleicht kriegen wir da jetzt was Besseres. Ich weiß es gar nicht, weil Distanzangriffe machen wir eh nicht so viel. Andererseits machen wir die doch mit dem Ball immer. Rüstungen zu. Ich gucke einfach mal ein bisschen durch. Wir haben ja so viel Krempel. Du erhältst zusätzlich 250. Okay, ich glaube, ich bleib einfach mal. Ich ziehe mir hier mal ganz kurz Distanzangriffe raus. So, ändern. Wo sind denn hier durch Wurfwaffen? 20% mehr Schaden ist, glaube ich, mehr, ne? Ja. Oder ist das gleiche? Ich weiß gar nicht. Ich habe da jetzt nicht ignoriert. Ist auch egal. So. Haben wir hier was Neues? Spielpfeile, war nicht so geil. Bleiben wir beim Chakram. Tja, und ich weiß nicht so recht, es sieht so aus. Hier können wir den Reifen runterholen, das will ich aber noch gar nicht. Solange da keiner steht, lohnt sich das gar nicht. Können wir auch wieder zurückgehen? Oh, Chefkoch. Hallo Kinder, ich bin zurück. Ach hier, die Nebelmaschinen, sehr geil. Armer Chefkoch, der wird so kaputtgeschlagen einfach. Weil der Sprecher, warum war denn das eigentlich? Der Sprecher ist ja damals von der Serie weggegangen. War das wegen Scientology? Ich glaube, es war wegen Scientology, weil South Park sich drüber lustig gemacht hat und hat er dann bei der Serie aufgehört und seitdem wird er immer wieder verarscht, kaputtgeschlagen, kaputt gemacht. Der arme Chefkoch kann doch nichts dafür, für seinen Sprecher. Na gut, und wir... Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch raus können eigentlich aus dem Turm. Ich glaube nicht. Hier ist ein Shop. Welcome, weary adventurers.
You know how before the big final boss fight of any game, there's a conveniently placed shop where you can stock up on health potions and arrows and stuff? Well, this is that shop. Das ist total gut, Laser Rangers. Aber ich würde trotzdem gerne nach Hause den ganzen Scheiß verkaufen. Can I interest you in some of my wares? Kaufen, verkaufen. Verbrauchsgüter. Ich will in Kanada auch noch lauter Waffen kaufen. Können wir jetzt alles nicht mehr. Kleidperücke. Kaufe ich einfach mal. Für 2 Dollar. Heißer Katalog. Entzieht Bluten in Zielen 250 Trefferpunkte. Fügt 5-mal Bluten bei einem perfekten Angriff hinzu. Muss mal ganz was gucken. 5-mal Bluten bei einem perfekten Angriff. Hier haben wir Hier haben wir, fügt man perfekten Angriffen 100 Feuerschaden. Bei einem perfekten Angriff zu bluten. 5-mal bluten ist natürlich auch geil. 100 Feuerschaden, aber eigentlich auch. Ich weiß gar nicht, was ich da nehmen soll. Bluten oder Feuerschaden? Ich habe keine Ahnung, was da jetzt besser ist. Can I interest you in some of my- Kostüm flicken. 30% mehr Schaden zu unter. Na, das brauchen wir eh nicht. Waffenaufsätze, Bajonett. Nehme ich mal mit. Ach so. So. Blut entziehen, 250 TP. Ist egal. Und ich würde gerne, wieder nochmal ganz kurz zu South Park, Alter. Achso, ich dachte gerade, das wären Krücken. Sah aus wie Jimmys Krücken, aber mit Totenköpfen. Na dann. Give us a stick, Princess Kenny. You don't want to go down like this, Beth. Princess Kenny! Ah. Yatta! Kawaii ne onna no ko Kamishi no ikao ga ii Atashi no hovercraft ryu daki aru Yes! Go, Princess Kenny! Princess Kenny kono su You shall not pass! Princess Kenny! Ich musste gerade so aufpassen, dass ich nicht reinlache die ganze Zeit. Wie geil, Alter, die sind so durch einfach nur. Ich feiere das so extrem. So. Fähigkeiten. Darf ich denn da mal ein bisschen reintreten irgendwo? 2400 Rüstung. Ach, und ihn können wir gar nicht. Das ist nur Prinzessin Kenny. Ja, ich beeile mich ja schon. So. Dann hauen wir die Rüstung mal wieder ein bisschen runter. Ein bisschen Nasenbluten? Das tut mir leid. Ach, Kenny, ich habe dir Blumen geschenkt. Verdammt, ich habe dir Blumen geschenkt. Es kam von Herzen. Princess Kenny truly is the fairest maiden in all the land. Schleimer. Und Rüstung runter. So, auch Cartman muss einfach mal zweimal angreifen. 34 hat er, das ist sehr gut, 34 MP. Also Tempotrank rein. Ah, das ist KFH. So, Fähigkeiten und Fluch. Nutsack, Dildo. Shit, Bastard, Asshole, Whore, Lame-o, Christmas, Apotic. Damn it! Kann heute angreifen. Fähigkeiten. Und nochmal ein Flüchelein rein. Schlaf, Dickface, Greasy Pube, Cock, Buttplug, Stank, Bullcrap, Fuck, Weirdo, Ja. Und jetzt Vorsicht. Juhu. Perfekt geblockt. 97 Trefferpunkte. Ja, ich glaube, dann esse ich mir erstmal einen Chipotle rein oder irgendwas. Und dann hau ich dir aufs Maul, du Sau, du geile Sau. Princess Kenny controls the universe. So, scharfe Hähnchenflügel. So lecker, lecker, die Hähnchenflügel. Und jetzt hau ich dir aufs Maul, ich hau dir aufs Maul. Mit der Großaxt des Kriegers. Moment. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Prinzessin Kenny. It's all over, Princess Kenny. Douchebag is too powerful for you. Oh nein. Nein, Kenny, nein!
What is she doing? No, Kenny, don't drink that! Nein! Prinzessin Nazi-Zombie Kenny! Ah, Nazi-Zombie Princess Kenny! Fuck! Nein! Kenny, warum? This is it, King Douchebag! The final battle! Your buddies stand with you! I will just stand over here. Use your rainbow attack, Princess Kenny! Boah, Alter, trotz Blocken macht er mächtig Schaden. Ich guck mal ganz kurz eine Info rein. Dies ist wohl der Endkampf, wie es aussieht. Immun gegen Angewidert und Chef. Das heißt, immun gegen Betäuben, Schlaf, angepisst. Ignoriert alle Widerlichkeitsschäden. Hat schon wieder die volle Rüstung. You mind if I update my status while we're waiting here? Moment. Lalalala, lalalala, Tempotrank. Kick your ass, douchebag, do it! So. Wieso kann ich nicht wieder mit Cartman kämpfen? Das ist so praktisch mit seinem Fluchen. Stürmender Bulle. Und wieder einmal müssen wir erstmal Kennys Abwehr... Ja, erstmal müssen wir Kennys Abwehr runterreißen. So. Und... Ach du Scheiße, das wird hart. Erneut angreifen. Und nochmal den Bullen. Tut mir leid, wenn ich ihn so oft benutze, aber ich muss die Schilde, ich muss die Abwehr runterreißen. Und schon machen wir wesentlich mehr Damage. Okay, Stan. Auch du kriegst einen. Ja, ja, gut, ist ja gut. Mehrere Feinde brauchen wir nicht. Okay. Ja, komm, Kenny, halt doch mal die Backen. Weg des Schwertes. Durch eure Schule in stolzer Freude. Weitere Gegebenheit. Bla, 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 bla. Und Kenny brennt. Der Kenny brennt, der Kenny brennt. Advent, Advent, der Kenny brennt. So, Diskus der Macht. Zu zufälligen Zielen weiterfliegen. Ich glaube, da hau ich einfach mal so rein. Hit them with the zombie vomit! Eieiei, das war knapp. Aber ich glaube, wir werden bestehen. Princess Kenny truly is the fairest maiden in all the land! Das stimmt, und ich hatte mich verliebt in Prinzessin Kenny, aber leider ist diese Liebe unerwidert geblieben und sie hat sich nur für den dicken Ast interessiert. Huch, was mache ich denn hier? Ich wollte das hier machen. 11.000 hat sie noch. Das ist eigentlich viel. Ich müsste die Rüstung nochmal runterschlagen. Einmal. Pass auf, ich glaube, einmal schlage ich die Rüstung nochmal runter. Bitte was? Cartman, was? Einmal noch die Rüstung runter. Und schon hat sie noch 1.300 Hitpoints. Und ich glaube, jetzt könnte ich Prinzessin Kenny, Nazi-Zombie-Prinzessin Kenny, wegfrühstücken. Und zwar mit einem geschickten Furz. Es tut mir leid, Kenny. Es tut mir leid. Oh my God! You killed Kenny! Oh, no wait, he's back! Was? Was? Use your rainbow attack, Princess Kenny! She looks more dead than she was before. Kill her again! Was? 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 Nochmal? Wieso nicht denn? Alter, willst du mich verarschen? Good work, Princess Kenny. Finish them off. Scheiße. Die Fähigkeiten gehen mir auch aus. Verdammte Kacke, jetzt kann ich nur mit dem Schwert machen. Ja! Ja! Okay, zum Glück ist die Abwehr weiter unten. Das ist ganz gut. Princess Kenny! Call upon your beautiful Nazi unicorn! Nein! Nein! Nicht das Nazi-Einhorn! Shit, stupid fucking unicorn! Alter, was? Das Einhorn! Alter! This will be my greatest performance! My sword hand's got a cramp, I need a minute!
Okay, wir können uns auf nichts konzentrieren. Ich kann jetzt leider auch nicht zwei Tränke schlürfen, denn ich brauche dringend ein wenig Gesundheit. 60%, 60, 60. Ist alles, das Große ist alles 60. Aber wir haben, glaube ich, haben wir zweimal die Karten, wenn wir das mit dem zweimal. Aber egal. You fools! Princess Kinney controls the universe! Ach komm. Zur eure Schule! Use your rainbow attack, Princess Kinney! Alter, trotz Blocken macht er echt schon fies Schaden. So, ich darf jetzt aber zweimal, das ist ganz gut. Ich glaube, dann kriegen wir Kenny doch wieder down. Ich hoffe nur, der kommt nicht nochmal wieder. Also sie. Okay. Dann sei es so. Weitere Gegebenheit! 7000, jetzt darf ich nochmal. Und noch einmal. So, was soll ich denn mit dir anfangen, Jimmy? Fähigkeiten, Lied des Buffs, Schlaflied. I just took a galley from across the sea, and boy are my arms tight. Power-Akkord können wir ja mal machen, aber ich nehme trotzdem mal einen Geschwindigkeitstrank. Einfach nur, damit wir... Halt die Schnauze. Einfach nur, damit wir öfter angreifen können. Abwehr erhöht. Nein, jetzt wollte ich einen Power-Akkord machen. Fähigkeit bringt hier gar nichts. Dann kann ich eh nur Jimmys Armbrust einsetzen. Das hat zu spät geblinkt. Das hat erst geblinkt, als das Stand abgefeuert war. Was ist das für eine Kacke? So, warte. So ist richtig. Okay. Ich trinke jetzt nochmal einen Powertrank. Ich glaube, Kenny geht down. Dig deep, King Douchebag. Ich glaube, den hätte ich mir auch sparen können gerade. Egal. Ich hoffe, Kenny kommt nicht nochmal zurück. Wahrscheinlich muss ich in jeder Konstellation einmal gegen Kenny kämpfen. Das heißt... Nee, das wäre aber zu lang. Das wäre zu viel. So. I think all the dying is making her tired. Keep killing her. Hit them with the zombie vomit. Got any new material? Willst du mich verarschen? Wie lange soll ich das durchhalten? Gegenstand ist benutzt. Fähigkeit. 36.000, aber kein Schild mehr. Ich hoffe, das ist jetzt die letzte Runde. Weitere Gegebenheit. So, Jimmy. Ich mach mal einen Power-Akkord. Dem gebe ich jetzt keinen... Ah, nee. Der nimmt jetzt erstmal einen Gesundheitstrank. Come on, you kid, finish her off. Scheiße. Tja, die Feinde schwächt. Bringt bei ihm ja, glaube ich, nichts. The princess is magic. It's so pretty. Ich glaube, der bufft sich doch nur selbst, oder? Ich probiere es trotzdem mal. Eyes on the apple. There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. I had a nice lance that she set up her. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. Wow, what a terrific audience. Fähigkeit erhöht. Set him up, knock him down. So, die Fähigkeit ist erhöht. Ich riskiere mal ganz kurz, einfach mal 5000 Hitpoints zu haben. Make me proud, King Douchebag. So. 28.000 hat er noch. Also sie. Scheiße. Ich hätte einen Chipotle fressen sollen. Jetzt habe ich den Salat. Ich hab nicht aufs Mana geguckt. Kacke, na egal. Hilft ja nix. Give these vermin a taste of their own medicine, Princess Kinney! Shit. Fähigkeiten kann ich momentan auch nichts machen. Das war ein Fehler. Use your rainbow attack, Princess Kinney! Okay, du wirst mich jetzt mal heilen, ganz kurz. If you kill Princess Kitty, I'll let you hold the stick of truth for a couple minutes. So,
Tja, und jetzt einfach Armbrust oder was? Vielleicht nochmal ein Liter Buffs. Show them, Princess Kini. Ich mach nochmal ein Liter Buffs. Vielleicht bringt das ja was. Ich weiß nicht, ob die stacken. Keine Ahnung. Probieren wir mal aus. Time to warm up the crowd. There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. I had a nice lance that she set up her. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. Wow, what a terrific audience. So, Fähigkeit erhöht, Fähigkeit verringert. So, jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal... Es hilft nichts, ich würde gerne zweimal angreifen, aber ich muss auf jeden Fall eine Dose Bohnen essen. Die Magie des Enddarms wieder in Schwung bringen. Und jetzt hauen wir da einfach mal drauf. Weitere Gegebenheit! Hit them with the zombie vomit! So, alles geblockt. Und ich glaube, das mit den Buffs bringt sowieso nichts. Komm, ich hau hier einfach mal so rein. Für eure Schule! So, 7000 hat sie nur. Ich glaube, das kriege ich auch so hin. Hoffe ich zumindest. Nein, knapp! Give these vermin a taste of their own medicine, Princess Kinney! Nein! No! Where are you going with Princess Kitty's rat, Samuel? Das waren die Ratten. I hope you guys don't get angry, but I have to smite you. I better catch my breath. So, und ich glaube, Kenny geht down. Mal wieder. Baron! Bitte nicht schon wieder. Bitte nicht nochmal. Bitte nicht nochmal. Nein! Ach, Mann! She doesn't stay dead. We can't beat her. Two, we're fucked. There's no way. There is one way. We're gonna have to break the gentleman's code. What? Carmen, you can't possibly mean... What other choice do we have, Cal? King Douchebag, you remember long ago, I made you swear an oath to never fart on anyone's boss. I am now asking you to break that oath. Right, it's our only chance. Fart on Princess Kitty's balls, King Douchebag! Do it! Scheiße. Oh nein. Das könnt ihr nicht von mir verlangen! Fart on Princess Kitty's balls! What about the gentleman's oath? Ich kann doch nicht auf ihre Eier furzen, verdammt! Was tut ihr mir an? Finish these weaklings, Princess Kitty! Halte er nach unten, bewege um die Frequenz zu. Halt ihn gedrückt, dann drücke er in den Bildschirm. Für eure Schule! Nein! Das diese Zukunft! What? We're back to normal. You're all better now, Daddy. That's right, son. The Dragonborn must have farted on a princess's balls. Entschuldigung. You guys sure about this? There's no other way. It drove our friend to madness and nearly killed us all. So what do you guys want to play now? How about dinosaur hunters? Or pharaohs and mummies? Let's ask Douchebag. What do you want to play next, dude? Drücke A, zu sprechen. Screw you guys. I'm going home. Wow, what a dick. Tja, wie es aussieht, war das tatsächlich South Park.
Alter, so schnell habe ich's durch? Ich dachte, es geht noch ein bisschen. Alter, das kam jetzt echt schnell. Ich habe mich ein bisschen festgesuchtet. Scheiße. Was soll ich denn jetzt erzählen? Alter, was für ein krasses Game. Ich glaube, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin in jedweder Hinsicht bin ich einfach am Feiern gewesen. Einerseits natürlich, weil da so viele Anspielungen zur Serie waren. Wahrscheinlich auch viel mehr. Die kann man selber alle gar nicht so raffen, weil man hat nicht alle im Kopf und das trägt sich alles so zusammen. Jeder weiß immer irgendwas und so. Ich habe euch ja gebeten, schreibt es immer in die Kommentare, wenn ihr irgendwas seht zu irgendeiner Folge. Und da kam so viel zusammen teilweise auch. Es ist unfucking fassbar, möchte ich sagen. Unfucking fassbar. Und nicht nur, dass es einfach so geil South Park-mäßig ist, es sollte ja das definitive South Park-Game werden, Südpark-Game werden. Das ist es auch geworden. Halt, Sieg! South Park, the Stick of Truth! Published by Unicorns. Obsidian. Ach, ist das schön. Tja, hier sind die Credits jetzt. Wir haben also tatsächlich den Südpark, haben wir durchgespielt, den Stab der Wahrheit haben wir geschafft. Eine Sache, die mich ärgert, ist, dass ich nicht zurück konnte, denn ich wollte noch die fünfte Unterhose holen. Uns fehlt die fünfte Unterhose. Und was ist denn für Fenstermaker für ein Name? Das heißt doch Fenstermacher. Naja, ist auch egal. Jedenfalls, ein extremst geiles Spiel. Ihr habt es ja selber gesehen. Ihr habt ja selber wahrscheinlich auch mitgefeiert die ganze Zeit, die ganzen Folgen über. Wer jetzt hier noch in den Credits hängt, der hat das auf jeden Fall gemacht. Und ganz ehrlich, ich kann sagen, das war eins der lustigsten und besten Spiele, die ich in den letzten Jahren so gespielt habe. Auch als Rollenspiel, das ist das Unfassbare. Du denkst dir, na gut, dann hauen sie die ganzen South Park-Anmerkungen, hauen sie da einfach rein. Und fertig. Und dann hast du halt so ein Spiel wie, ich weiß gar nicht, was gab's denn da? Alter, das Family Guy-Spiel war halt lustig, weil Family Guy-Figuren drin waren, aber das war's auch schon. Und, aber hier hast du auch einfach ein solides Rollenspiel gehabt. Es war jetzt nicht mega komplex, was ein bisschen genervt hat, waren die Quicktime-Events ständig und immer wieder. Da konnte man ab und zu mal was verhauen. Aber ansonsten ein super solides Spiel und dann das ganze Spiel über immer Gas gegeben, immer was Neues, immer was Lustiges, immer wieder irgendeine Abwechslung drin. Ich kann einfach sagen, vielleicht gab es ein paar Beschwerden wegen den DLCs, weil ich hier gekauft habe, aber ganz ehrlich, die haben irgendwie $3 gekostet oder sowas, nee, 3 Euro. Wir haben die Kostüme nie gebraucht, haben sie einfach im Let's Play gezeigt. Und ganz ehrlich, ich gebe bei South Park, gebe ich jedes Mal gerne, also ganz ehrlich, ich habe das Spiel, ich musste es nicht mal kaufen, ich habe es trotzdem gekauft wegen der Zensur. Ich habe es ja von Ubisoft bekommen zum Spielen, ne, deswegen konnte ich schon ein bisschen vorab spielen, habe ich mich sehr gefreut und dann kam ja noch die Zensur. Das war ein bisschen, ist ein bisschen schief gelaufen, das tut mir auch sehr leid. Also jetzt nicht für mich, sondern für Ubisoft halt. Aber hoch Moderator hier aus dem Forum wahrscheinlich. Special thanks to Kristen Reigns, all the families of the project, to Mom and Dad for buying the Apple II. Ach geil, finde ich gut. Tina und Zachary. Laurie, Mom, Dad and Scott. Thank you, Mom. Okay, was ich sagen wollte auf jeden Fall, to Pamela Land for giving me the Atari 2600. Alter, ihr habt alle der Atari 2600 gehabt. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ach ja, thanks to all of friends from THQ. Die Firma ist leider während der Produktion pleite gegangen, musste Insolvenz anmelden. Ubisoft hat es dann aufgekauft, hat dann die Marke da rausgezogen und das Spiel daraus gemacht, was es hätte werden sollen. Gleiches Spiel, andere Publisher. Nur musste es eben in Deutschland zensiert werden. Und wir haben hier beim Let's Play ein bisschen Zensur wieder rausgenommen und haben uns an das gehalten, was wir wirklich machen müssen, und zwar die Hakenkreuze rauszumachen. Und der Rest ist ja vertretbar, wenn auch nicht unbedingt. Ja, erfreulich, weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Jedenfalls, naja, die, was wollte ich sagen? Ich habe das eine noch nicht zu Ende gebracht. Eine Version habe ich mir dann noch gekauft. Das war dann die. Habe ich mir so eine Boxversion gekauft, damit ich es zensieren kann. Wollte ich mir das installieren bei Steam. Und ich konnte mir immer nur, das glaubt man gar nicht, wenn man das erzählt, klingt das so unglaubwürdig. Ich habe das Spiel deinstalliert und wollte mir die zensierte Version installieren. Es ging nicht. Ich hatte immer die unzensierte Version. Ich konnte mir keine zensierte Version installieren. Auch nicht, als ich mir eine Version extra noch gekauft habe bei einem Laden, den es hier so gibt, wo man Spiele kaufen kann. Extra gekauft, die Boxed-Version. Hab's installiert. War wieder die unzensierte Version. Kinder, es war wieder die unzensierte Version. Und jedenfalls, das war schräg. Musste ich halt manuell zensieren und hab's dann einfach nur so gemacht, dass ich eine Datei aktiviert habe, sozusagen über so eine Config-Ini, muss ich eine Datei reinkopieren, habe eine Datei editiert und schon waren nur die Hakenkreuze draußen, außer in den Zwischenszenen. Da musste ich sie dann manuell immer noch rauseditieren. Und ist auch scheißegal, was erzähle ich denn hier? Ich wollte eigentlich erzählen, ein großartiges Spiel. Ich hoffe, da kommen noch ein paar DLCs, Story-DLCs oder nicht nur DLCs, sondern ich hoffe, da kommen Add-ons. Richtige Storyline-Add-ons, da würde ich mir extrem den Arsch auf freuen. Ich würde jedes Add-on und jedes DLC sofort unbesehen kaufen, einfach nur,
um die Entwickler, den Entwicklern zu zeigen, jawohl, das ist ein geiles Game, davon möchte ich mehr sehen. Und das ist jetzt keine Werbeannonce, dafür kriege ich kein Geld von irgendwelchen Entwicklern, weil ich so und so viele Abonnenten habe, wenn da wieder irgendwelche Klugscheißer kommen. Nein, das ist einfach meine Meinung und Entschuldigung, dass ich selber mir auch erlaube, eine eigene zu haben und dass ich dieses Spiel hier feiere. Ich bin sowieso South Park Fanboy, habe ich von Anfang an gesagt. Natürlich habe ich nicht alle Folgen einzeln im Kopf und wusste jetzt nicht jeden Hinweis zu deuten. Das ist ganz normal. Ich bin nur eine einzelne Person. In der Masse wissen ganz viele Leute ja auch mehr. Deswegen habe ich mich ja so über die Kommentare gefreut, wenn Leute auch was erkannt haben und hingeschrieben haben. Und auf jeden Fall, ich habe es mega gefeiert. Viele Sachen hätte man auch reinmachen können, theoretisch viele Verweise. Ich wüsste jetzt, müsste ich überlegen, um zu überlegen, was man noch hätte alles reinmachen können. Kanada hätte man auf jeden Fall noch ausbauen können. Saddam hätte man noch einbauen können, den Satan hätte man einbauen können, den Kampf zwischen Himmel und Hölle. Ich erinnere mich dran, mit Kenny hat er damals auf der Sony PSP gespielt. Ist das Zufall, dass wir das hier... Ah nee, spielen wir gar nicht auf der PS4. Quatsch, Blödsinn, wir spielen es auf dem PC, über Steam. Erzähl ich doch die ganze Zeit. Nee, da gab es ja diese Sony PSP-Werbefolge. Ich erinnere mich, ja, Kampf zwischen Himmel und Hölle. So, jedenfalls, da habe ich übrigens mitgespielt. Wenn man die Folge guckt, dann kann man mich da erkennen. So, auf jeden... Ja... Oh, ein Edding. So, auf jeden Fall, was wollte ich sagen und nicht lügen? Geiles Game. Und viel zu viel Credits, als dass ich irgendwas dazu erzählen könnte. Martin Keuer. Hallo, Martin Keuer. Dir ist was bei Prinzessin entgangen. So, was wollte ich sagen und nicht lügen? Habe ich schon zum 10. Mal, sage ich das. Ich will immer noch die Unterhose finden. Ich will immer noch diese eine Unterhose finden. Es ist schade. Wurden wir gewarnt, dass man mit jemandem nicht mehr zurück kann? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hätte ich gerne die Unterhosen noch gefunden, um das auch noch mitzunehmen. Ansonsten haben wir alle Quests und Aufgaben gelöst und waren eigentlich auch relativ gut im Saft, sage ich mal. Also wir haben gut gelevelt, haben gut Damage gemacht, haben gut einstecken können. Wir haben auch den Endkampf mit Bravour gemeistert, sind nicht gefailed. Das Einzige, wo wir mal gefailed waren, das war einfach gegen Al Gore mit seinen unfairen Moves. Und was passiert denn jetzt? Moment. Nein. Ein neuer Tag. Ja. Quest erfüllt. Verrat von innen. Sieg. 403 Points. Und wir können offenbar weiterspielen. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt in diesem Kostüm hier noch rumlaufen. Come on, kid. We need to fill our underpants quota. Wir dürfen die Unterhose suchen. Aber jetzt spontan die Unterhose suchen, das wird ganz lange dauern. Ich weiß nicht, wo die ist. Wie soll ich die denn finden? Mom, Dad, habt ihr eine Unterhose für mich? Keiner da. Außerdem haben wir gesprochen. Vielleicht können wir jetzt auch mit unseren Eltern sprechen. Watch out for strangers. Come on, son. Get out there. Make friends. Noch mehr Freunde? Ich dachte, die haben mich... Wieso ermuntert uns der Vater eigentlich mal dazu, Freunde zu finden? Die sind doch extra umgezogen deswegen, damit die Regierung uns nicht findet. Und jetzt ermutigt er uns, Freunde zu finden. So, wir gehen nochmal ganz kurz mal gucken, ob der Cartman zu Hause ist. Der Cartman muss doch 50 Unterhosen haben. Der schwitzt die doch in 3 Minuten voll, wenn er atmet. My Eric certainly has a lot of little playmates. He's such a friendly boy. Ja, soll ich ihn mal bestrafen? Ah! Ja, das magst du, Mutti, ne? So. Mal gucken, was in Koopa Keep so los ist, wenn überhaupt noch irgendwas. Kenny? Was macht denn Prinzessin Kenny hier? Als wäre nichts gewesen. Es tut mir leid. Sound off, Sergeant. Huh? Yeah, that's funny. Gross. Yeah. That's good. Someday I will teach you to do better. That's cool, you're a king now. Not a wizard king like me, but it's still cool. Tja, wir sind offenbar König. How may I be of service? You name it, we'll sell it. Wir können hier alles Mögliche kaufen, Kahnstulpen. Wollte ich eigentlich eh noch machen für ein Achievement.
wollte ich noch alles an Rüstung kaufen, was man kaufen kann. Und wir können nicht mehr ins Koopa Keep rein. Der Stab der Wahrheit ist für immer verloren. Es sei denn natürlich. Das testen wir gerade nochmal aus. Halt, wir gehen nochmal ganz kurz zu Kyle und dann testen wir mal was aus. Einmal nur, weil Kyle hier nebenan wohnt. Alter, seit Tagen schippt er hier Schnee. Die Einfahrt ist auch frei. Wir müssen etwas ausprobieren. Natürlich erstmal ganz kurz gucken. Im Königreich der Elfen, wir müssten jetzt überall gern gesehen sein. Ich dachte, die spielen was anderes. I guess this means we're friends for now, but I still don't like you, new kid. Perhaps you would like the services of a level 10 bard. There was a fit. Ja, danke. You did well, King Douchebag. That was definitely in the top 10 worst things we've ever faced. The war may be over for now, but I know Wizard fucking Fatass is plotting something. Ja, das wird er mit Sicherheit auch. Dieser Krieg ist vorbei, aber ich hoffe, es kommt ja noch was anderes. The Well of Insight says your future is cloudy. Oh wait, that's bird crap. Okay. Ich werde jetzt was versuchen. Machen wir heute ein bisschen Überlänge, ne? Ist ja nicht ganz so schlimm, dafür sind wir mit dem Spiel ja eigentlich schon durch. Oder weißt du was? Ich mach's wie über Fable. Ich hänge noch eine Afterfolge dran. Haha, Afterfolge. Denn wir müssen auch noch die Unterhose finden. Das gehört einfach noch dazu. Die Show ist vorbei. Die Schlacht ist geschlagen. Wir haben alles geschafft. Aber die Unterhose bleibt bestehen. Was für eine epische Schlacht. Und man glaubt es gar nicht. Wir haben Zombie-Chefkoch besiegt. Hey Kinder, ich bin zurück. Und dann war der leider ganz tot. Und dann mussten wir ungefähr 50.000 Mal gegen Kenny kämpfen. Aber wir haben es endlich geschafft. Der Stab der Wahrheit ist vernichtet. In Klammern, ist er das wirklich? Das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Und wir haben South Park gerettet vor den bösen Nazi-Zombies und vor der bösen Zensur in Deutschland. Und eine Folge machen wir noch, da suchen wir noch die Unterhose, die muss ja hier irgendwo rumfliegen. Also wer möchte, kann gerne noch einmal reinschalten und wer nicht möchte, das Spiel ist eh vorbei. Also viel wird es nicht mehr zu sehen geben, ganz wie du möchtest. Und vielen Dank fürs Zuschauen, es hat einen Wahnsinn Spaß gemacht, ein super geiles Game. Ich wiederhole mich da gerne nochmal und ja, ich hoffe, wir sehen uns in einem weiteren Let's Play wieder oder vielleicht in der morgigen Folge, ganz wie es beliebt, die Herrschaften. Vielen Dank fürs Zuschauen, du arschgefickte Gummihure. Ja, tschüss! Ich hab was in der Hose für dich. Ja, greif doch einfach in die Tasche und schau, was es ist. Nimm es in die Hand, hab keine Angst. Es geht schon nicht kaputt, auch wenn du es anlangst. Ich hab was in der Hose für dich. Ja, greif doch einfach in die Tasche und schau, was es ist. Nimm es in die Hand, hab keine Angst. Es geht schon nicht kaputt, auch wenn du es anlangst. Ich hab was in der Hose. Ich